weiter geht es mit einer neuen spannenden Folge Quantum Break. Wir sind hier immer noch unterwegs auf dem Campus Will in Gefahr. Wir lernen unsere Fähigkeiten besser zu nutzen, besser einzusetzen. Und hier drüben steht Alan Wake an der Tafel. Nicht hier in Person, sondern eben an der Tafel. Aber wirkliche Infos kann man hier, glaube ich, nicht rausziehen. Supernatural. Alan Wake. Gut, aber hier drüben, hier müssen wir hin. Irgendwas können wir hier tun. Interagieren. Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt? Bitte, lasst mich gehen. Ich kann. Halt die Fresse. Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Okay, ab in die Bücherei. Will. Alles klar, kümmern wir uns drum. Bruderherz. Moin. Fuck! Was zur Hölle? Buschen! Ich bin Jumper! Scheiße! 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 Busch! Wow! So, hier, zack! Du hast besser gewollt. Verdammt coole Fähigkeiten, oder? Leute, jetzt räumen wir auf. The Master of Pistol. Und ich bin weg. Was zum Teufel ist denn los? Ey, so cool. So fucking cool. Wir können sogar die Richtung bestimmen, in die wir wuschen wollen. Wuschen, der Shit. Boah, da sieht man mal. Da bringen sie ihn hin. Da sieht man mal, wie übermächtig wir mittlerweile sind. Alles klar, so. Erstmal hier die dicke Knarre mitnehmen. Moment. Ja, die will ich auswählen. Ah, er steckt sie direkt wieder weg. Ich dachte schon. Munition bin ich voll. Kann man irgendwas hier in sich reinziehen? Der Mann ist auch permanent am Reden. Mit sich selbst. Weiter geht's, Jack. Ich muss Will retten. Oh mein Gott. Okay, hier drüben wieder ein Schnipsel aus der Vergangenheit. Es macht keinen Sinn, das Arschloch in die Bibliothek zu schleifen. Der Lufttransport wurde bereits eingeleitet. Wir sollten schon weg sein. Lufttransport? Die Zeitmaschine. Ihr nehmt die Zeitmaschine? Hey, hey, ich sagte, halt die Fresse. Moment, die nehmen die Zeitmaschine? Ob das eine gute Idee ist? Okay, wir müssen hier rein. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Moment, Stromausfall? Ah. Auf dem ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Feuer, es ist Joyce! Wie schnell die uns sehen! Wie schnell die uns sehen! Die Einheit kann sich nicht bewegen! Boah, ich liebe es, wenn die Gegner durch die Luft fliegen. Ist wirklich verdammt cool. No! Was glaubst du, wer du bist? Der geilste Typ unter der Sonne! Wir müssen ihn umgehen. Und der nächste. Okay, die Jungs haben wieder Strom. Gar nicht gut. Einige von denen stecken gut was weg. Aber gegen meine Kräfte hast du keine Chance, Bruder. Boah, unten sind ja noch mehr von denen. Moment, erstmal hier ein bisschen Munition mitnehmen. Stimmt. Werde ich. Yep, das werden wir. Ich muss sagen, man merkt wirklich, dass das Ganze von echten Fachleuten entwickelt wurde. Man spürt, das Ganze spielt sich so ein bisschen wie Max Payne. Ich bin leer.
Also ein verdammt guter Shooter. Hat ein richtig geiles Waffengefühl. Und die Fähigkeiten sind der Hammer. Das macht so Laune. Ja, guck mal hier, mein Freund. Boom! Alter, Gesicht zerstört. Okay, Willy Boy. Okay, ich muss zur Bibliothek. Wo genau finden wir die? Erstmal hier noch ein bisschen Kantinenessen mitnehmen. Die gute alte Kantinenlasagne. Was haben wir hier drüben? Eine Knarre. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ja, ja, ja. Er redet die ganze Zeit mit sich selbst. Warum holen Sie mich hier hin? Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Also man merkt, der Mann ist ein Superheld, weil Superhelden reden immer mit sich selbst. Spider-Man redet mit sich selbst, Batman redet mit sich selbst. Ich glaube, Superman macht das nicht so häufig. Aber besonders Marvel-Helden reden dauernd mit sich selbst. Das ist der Vorteil bei Deadpool. Der hat so viele Persönlichkeiten, der redet nie wirklich mit sich selbst, obwohl er immer mit sich selbst redet. Ah, Moment, ich will noch hier drüben in die Ecke wuschen. Wusch! Alles klar, gehen wir rein. Die alte Bibliothek. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Toll. Einen anderen Weg. Nicht schlecht. Für Studenten nicht schlecht. Ich muss in die Bibliothek kommen. Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Irgendwas war hier drüben. Was bist du? Bist du mein anderer Weg? Können wir eigentlich springen oder so? Oh, wir können wirklich springen. Ich bin noch nie gesprungen. So. Weg gefunden. Ich denke mal, das war der richtige Weg, oder? Was haben wir hier Schönes? Bin wohl nicht der Einzige, der einen Call hegt. Ich habe mich eine ruhige Nacht gefreut. Aber wie es scheint, haben die Anti-Monarch-Proteste an der Riverport-Universität eine wirklich üble Wendung genommen. Ich weiß nicht genau, was da abgeht, aber ich habe gehört, dass das Sicherheitspersonal, gestellt von Monarch Solutions, Studenten festhält. Es wurden auch Schüsse gemeldet. Nun, ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, das ist alles noch unbestätigt und offensichtlich kenne ich keine Details, aber das hört sich echt nicht gut an. Wie Sie wissen, bin ich kein großer Fan von Monarch und ihren Methoden, aber andererseits hoffe ich, dass es niemand bei diesen Protesten übertreibt. Es ist nur ein gottverdammtes Gebäude, Leute. Dafür lohnt es sich nicht, erschossen zu werden. Aber wenn Sie dort Leute erschießen, dann ist das wirklich eine ganz miese Scheiße. Wie auch immer. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze noch längst nicht ausgestanden ist. Passt auf euch auf, Leute. Mache ich. Aber natürlich. Könnte ein Weg nach oben sein. Der Mann kann springen. Dafür ist keine Zeit. Okay, dafür ist keine Zeit. Das Ding geht runter. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Aber wie? Eine neue Fähigkeit? Ein neuer Wusch? Ah, natürlich, klar. Ich Idiot. So. So. Sagt er. Volltreffer. So. Klar, wir können es ja schon. Verlangsamen können wir ja schon. Ich dachte, wir können doch vielleicht irgendwie die Zeit so ein bisschen einfrieren um uns herum. Aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu derbe, oder? Wenn man die komplette Zeit einfriert. Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Hey! Hände hoch! What the fuck? Was zum Teufel ist hier los? Das war nicht ich, nein. So krass bin ich auch nicht.
Iceman wird zu Zeitman. Ganz schön leer. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frage mich, wo der Bruder ist. Was? Die Bibliothek fliegt in die Luft? Jetzt? Kann ich ihn irgendwie von hinten töten? Nee, da geht gar nichts. Er schlägt. Ich kann's nicht. Aber hey, ich hab's versucht. Kann ich irgendwie schlagen? Nee, es gibt keine Taste, auf der ich schlagen kann. Ich sehe zumindest keine. Hier friere ich die Zeit ein. Nö. Wir können nur springen. Auf B geht gar nichts. Auf X können wir Objekte auswählen. Und hier halt der Blick. Keine Ahnung, Freunde. Also nachladen geht natürlich, aber so reguliert drücken kann man irgendwie gar nichts. Hier längs? Ich glaube schon. Jack, lauf! Neue Fähigkeit! Hammermäßig, wirklich hammermäßig. Alles klar, das wird ganz schön mies. Verdammt, ich wollte die Granate eben gerade in der Luft einfrieren. Das wäre cool gewesen. So, ich habe hier mein Shield. Hält aber nicht besonders lange bis jetzt. Und wusch. Und hier wieder hin. Schon explodier. Der war gut. Der war richtig, richtig gut. Alles klar, hier drüben ist noch einer. Okay, mit meinen Fähigkeiten bin ich wirklich verdammt mies unterwegs. Und der letzte Mann geht down. War das wirklich alles, Jungs? Bist du war okay? Das wirklich alles? Definiere okay. Dir geht's gut. Alle Finger dran, Kopf noch ganz, du bist okay. Es gibt einen Haufen neuer kranker Scheiße, die du mir erklären musst. Hol mich zuerst hier raus. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Was nun? Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kaufe dir eine neue, ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entfernt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Wie schaffst du es nur, am Leben zu bleiben? Das gehört zu der kranken Scheiße, die du mir erklären musst. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wär's aber Zeit für eine. Schütze rückt auf den Tank. Wow, kommen da viele. Okay, die kommen von der anderen Seite hoch. Eingefroren, Bruder. Warum schießen mies die immer eingefroren. Noch? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Noch einer hier drüben. Easy going. Easy going. Ein bisschen Hilfe? Können wir gehen, Kleiner? Mein kleiner Hobbit. Mein kleiner, niedlicher Hobbit. Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss.
Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Vertraut einem Mädel, aber nicht seinem Bro. Schwach, Alter. Ganz schön schwach. Los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. Und das Gebäude fliegt in die Luft. Nicht vergessen. Jack. Ganz, ganz wichtig. Jack, wir müssen los. Warte. Tut mir leid, Jack. Nein! Paul, was ist mit dir? Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch. Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Nein! Sie gehen nirgendwo hin. Oh shit, Mann. Jetzt geht's richtig los. Akt 1, Ende. Mann, das Spiel ist der Hammer. 17 Jahre. Er war das erste Experiment. Ich will mehr wissen. Ich will sowas von mehr wissen. Richtig geiles Spiel. Und mein Bruder ist tot, wie es scheint. Na, schauen wir mal. Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr.
Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen, aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Alles in Ordnung. Ich könnte auch eine intensive PR-Kampagne starten und die Stadt auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen... Die losen Enden unternehmen. Genau. Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie, die Männer werden Ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen. Cool, wir spielen Paul. Ja, der Mann kann auch immer nur dieselbe Rolle spielen. Er fringed. Jedes Mal ist der Mann am fringen. Wie lange noch, bis der Kern für den Transport bereit ist? Er wird in weniger als einer Stunde auf dem Weg zur Monarch-Zentrale sein. Die Installation sollte vor der Gala fertig sein. Gut. Finde ich cool, wir spielen Paul und Jackie Boy. Ich möchte, dass das in mein Büro geliefert wird. Was ist das? Zur Erinnerung. Die Frage ist, ist Will wirklich tot? Kann er das überlebt haben? Schwierig. Ich schlage vor, dass wir uns mit dem vorliegenden Problem befassen. Liam Burke dort drüben kann die Situation genauer erklären. Natürlich. Moment. Bisschen umsehen. Als die Notwendigkeit dessen verstehen, was ich getan habe. Es war nicht der Tod, den William verdient hatte, aber sein Wissen stellte ein zu großes Risiko für unseren Plan dar. Also Paul ist wirklich eiskalt. Er hat sein Ziel, er will es durchziehen. Es war das erste Mal seit Urzeiten, dass ich der Ground Zero-Operation einen Besuch abgestattet habe. Der Ort, an dem ich angekommen bin, als ich 17 Jahre in die Vergangenheit gereist bin. Der Ort, an dem mein Schicksal 6 Jahre später besiegelt wurde. Ich muss die Serie sehen. Ich werde mir sowas von die Serie geben. Wir hatten Jack in unserer Gewalt, aber ich begann Visionen aus der Zukunft zu bekommen, die deutlich machten, dass sich das schon bald ändern könnte. Sir. Wer ist das? Amy Ferrero. Sie ist eine der Zeugen. Wir warten auf Ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen. Okay, warte mal, was kann ich hier wählen? Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Cronon-Syndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Aha, Knotenpunkte. Auswirkung. Die Knotenpunktekraft offenbart 2 potenzielle Varianten der Zukunft. Deine Entscheidungen bei den Knotenpunkten bestimmen, wie die Geschichte im Spiel und der Live-Action-Serie weitergeht. Oh, die Live-Action-Serie. Ich muss die sehen, Leute. Ich muss die sehen. Okay. Kompromisslos. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Okay, das ist der böse Weg. Jetzt der gute Weg. Starten Sie eine PR-Kampagne. Ich will eine Stellungnahme. Und das alles nur wegen Jack Joyce. Monarch würde einen öffentlichkeitsfreundlichen Ansatz wählen und die Bevölkerung manipulieren, damit sie auf unserer Seite steht. Unsere Lügen würden uns die Kontrolle verschaffen. Die Jagd ist noch in vollem Gang. Die Behörden suchen weiterhin nach Jack Joyce. Hey,
Da unten schleicht jemand herum. Hey! Ich glaube, das ist Jack Joyce! Wir würden die Medien nutzen, um Jack bloßzustellen und ihn dann zu jagen. Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Aber die Zeugen wären irgendwo da draußen und Jack würde unsere Geheimnisse erfahren. Okay, die Qual der Wahl in der nächsten Folge. Nein, machen wir jetzt noch schnell. Aber nur, wenn ihr ganz kräftig bewertet, ja? Also ein bisschen Unterstützung wäre echt eine feine Sache. Also, was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme den kompromisslosen Weg. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, Paul ist im Grunde vielleicht gar nicht so ein böser Mensch. Wir nehmen den guten Weg. Ja, wir nehmen mal den guten Weg. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Die Zeugen müssen den Mund halten. Behalten Sie sie im Auge. Starten Sie eine PR-Kampagne. Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Sie nicht. Sie ist der Kopf der Anti-Monarch-Bewegung. Ich glaube, wir sehen hier das neue Gesicht unserer Kampagne. Jack! Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Das gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen. Alter, mega spannend. Mega spannend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bewertung also nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.